check me out, y'all. Feeling funky, amps in the trunk, and I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got props from the kids on the helpless, my mama, my also, die Rapper und so haben ja auch immer irgendwelche Basketball-Szenen in ihren Videos und das, also das gehört schon auf jeden Fall für mich auch zusammen. Und die Musik passt ja auch irgendwie dazu. Anstatt wenn man Heavy Metal dazu hört oder so. Also ich höre Rap, Hip-Hop und die meisten Leute, die diese Musik machen, spielen auch Basketball. Wichtig fürs Image, schon beim Ankommen am Platz muss Musik dabei sein. Hip-Hop und Rap sind Teil der Straßenkultur. Dieser harte Beat vom Hip-Hop, ja, der findet sich in diesem Waldgetippe wieder. Das motiviert einen auch unheimlich. Wenn Musik irgendwo läuft, auf einmal ist man total aufgepumpt. Man kann, hat das Gefühl, man kann höher springen. Alles fällt einem viel leichter. Man rennt, man ist sauer, man rennt trotzdem nochmal den Chord runter. Es gibt keine Müdigkeit richtig mehr durch die Musik. Die macht irgendwie weg, die pumpt einen auf. Ghetto Blaster und Graffiti. Im Köpi herrscht ein bisschen Bronx-Feeling. Unter den Streetballern sind auch Sprayer. Die Jungs vom MSB haben dem Korb ihr Zeichen gegeben. Wir sprühen Züge und wir machen also sehr viele bunte Sachen in Berlin. Graffiti-Kulisse für Streetball auch im Jugendclub am Prenzlauer Berg. Amerikanische Straßenkultur ist längst von den deutschen Kids übernommen worden. Die Mischung aus Streetball, Rap und Graffiti ist angesagt. Irgendwie alles auf der Straße findet sich schon wieder. Also ist ein Ding, gehört alles zusammen. Hat man Spaß dran, also alles hat Spaß. Graffiti macht Spaß, Tanzen, Basketball spielen, Musik und alles sowas.